Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Es geht mal wieder weiter mit meinen Top 5 Pokémon und es ist eine bisschen andere Form und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Ja, und ich habe euch auf Instagram gefragt, worauf habt ihr denn neben Openings mal wieder Bock? Was kann ich noch machen, außer rein Pokémon Openings, was euch interessiert? Und da kam mehrfach die Antwort, bring mal deine Toplisten zurück. Und da die nicht so gut angekommen sind, zumindest was die Aufrufzahlen angeht, dachte ich, ich probiere da mal ein bisschen was anderes. Und das ist jetzt Teil 1, beziehungsweise das erste Video in der Art. Und es wird auf jeden Fall noch ein zweites folgen nächste Woche. Und ich bin gespannt, haut mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, ob ihr es besser findet als vorher, ob ihr es schlechter findet. Anregungen, ich bin euch da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und möchte da auch auf eure Wünsche eingehen, solange das natürlich für mich möglich ist. Ja, und dann will ich gar nicht weiter lang rumschnacken und wir schauen uns heute den Eistypen an. Eigentlich ein ziemlich cooler Typ, aber wie bei vielen, gar nicht so bewusst, dass die Primärtypen teilweise doch etwas rar gesät sind. Also es gibt halt echt viele Sachen, die in den Zweityp gerutscht sind. Und darum starten wir jetzt mal mit der Liste. Und den Anfang beim Typ Eis macht bei mir Alola Sandama. Eine der Alola-Formen, wo ich sagen muss, richtig, richtig coole neue Form. Also es gibt ja Formen, die nicht so cool sind. Sagen wir mal sowas wie Alola Snubbelicat. Und es gibt natürlich auch welche, die einfach richtig cool sind. Und da habe ich mich bei den Alola-Formen jetzt für Alola Sandama entschieden, weil es für mich der größte Sprung einfach war. Von dem klassischen Sandama aus Kanto, was halt okay ist, aber war nie irgendwie in irgendeiner Form eins meiner Favoriten. War auch nie in meinem Team. Ich habe es nur mal gefangen, klar für den Dex, beziehungsweise das Sandern. Und dann, wenn ich Lust hatte, es auch mal entwickelt. Aber ansonsten eher so ein kleines, ungeliebtes Kind, das Sandama. Mit der Alola-Form hingegen ist die Optik so viel cooler geworden und dieser Sprung, den will ich hier einfach honorieren, dass es in die Top 5 kommt. Die Eisstacheln auf dem Rücken sehen einfach mega cool aus. Auch der Zweityp Stahl, finde ich, ist ziemlich interessant, aber passt halt auch gut. Also Eis, klar, aufgrund der Region, wobei ich immer noch nicht verstehe, dass in Alola so viele Eis-Pokémon sind in Hawaii. Aber gut, die Logik wollen wir hier nicht hinterfragen. Denn bei mir geht es hauptsächlich um die optischen Gründe bei den Pokémon. Klar, vielleicht bei manchen auch noch mit Erinnerungen oder so wie hier jetzt, dass einfach der Unterschied zwischen den verschiedenen Formen so groß ist. Und ja, darum bei mir auf Platz 5 Alola Sandama. Auf diesem Platz hat es Mutineva geschafft. Ja, tatsächlich, ein Eis-Pokémon aus der aktuellen Generation. Ich war mir unsicher, nehme ich Nom Nom, ist halt das süße Pokémon, oder nehme ich Mutineva, einfach das, was für mich vom Erscheinungsbild her wesentlich mehr hermacht. Und ich habe mich dann für Mutineva entschieden. Das Nom Nom, wir wissen es alle, es ist quasi der Arsch. Ne? Hat sich inzwischen so etabliert. Aber gut, die Entwicklung davon ist dann halt auch echt schwierig. Freundschaft und bei Nacht. Also das ist wieder so eine Entwicklung, da muss man halt auch erstmal drauf kommen, wenn man es nicht weiß. Dauert es halt echt lange, das rauszufinden, wobei es da noch natürlich deutlich schwerere Entwicklungen gibt. Aber eine spezielle Entwicklung auf jeden Fall. Das Design von Mutineva spricht mich aber sehr, sehr an. Ich finde erstmal die Kombination Eis und Käfer hier auch wieder sehr cool. Klar, ich habe irgendwie vielleicht so eine gewisse Käfer-Obsession. Aber gut, so ist es. Nein, Spaß beiseite. Das Design von Mutineva, diese tiefblauen Augen und die Eisflügel. Vor allem die Eisflügel haben es mir echt angetan, die so ja quasi wirklich wie Eis durchsichtig sind. Besonders aufgefallen ist mir das beim zweiten Erweiterungspass der aktuellen Generation. Wobei, warum sage ich das extra? Es gab vorher nie Erweiterungspässe, da haben wir immer noch mal schön 60 Euro für eine Zusatzedition bezahlt. Aber gut, nein, aber auf jeden Fall, da ist so ein Waldgebiet relativ am Ende des Gebietes, wo man auch das legendäre Pokémon zum ersten Mal trifft. Und da war so eine ganze Horde Mutinevas oder Schwarm oder wie man es auch immer nennen will. Und das sah einfach mega cool aus. Und das auf der Switch-Grafik, ne? Also auf der normalen Switch-Grafik. Wir bekommen ja bald hoffentlich die Pro, die Gerüchte brodeln ja ordentlich. Das wird auch richtig geil, die Remakes von Sinnoh spielen können und Arceus Legenden, wo ich mega gespannt drauf bin. Also da auf jeden Fall richtig hyped. Aber zurück zu Mutineva. Gesamtdesign gefällt mir einfach richtig gut und ja, sowas können sie gerne mehr bringen. Diese Details, da bin ich ein Fan von. Angekommen in den Top 3 beginnen wir mit Mamutel. Mamutel ist das beste Beispiel, wie man einem okayen Pokémon bzw. einer okayen Entwicklungsreihe noch ein bisschen Esprit verleihen kann. Quiekel und Keifel sind ganz in Ordnung,
sind nicht meine Favorites, ich weiß nicht, wie es euch da geht, sind ganz in Ordnung. In der zweiten Generation hatte ich sie, glaube ich, sogar zeitweise mal in meinem Team. Aber für mich ist es erst richtig cool geworden mit Mammutellen. Das Ganze erst 2 Generationen später. Und das zeigt doch, wir können aus vielen Sachen noch etwas rausholen. Diese späteren Entwicklungen, wie es ja angefangen hat mit Gold und Silber, wo wir zum Beispiel Xerox bekommen haben, was leider zur Folge hatte, dass jetzt keine so krassen Sichtbarkeiten mehr kommen. Blöd für mich. Nein, aber ich habe jetzt schon wieder 2-mal auf mein Lieblings-Pokémon verwiesen, bei einer völlig falschen Kategorie. Es hört jetzt auch auf. Mammutell hat die Typenkombination Eis und Boden und es ist halt ein gottverdammtes Mammut. Also es sagt der Name ja schon. Und diese imposante Erscheinung und die für mich in der Optik damit verbundene Stärke finde ich einfach richtig, richtig cool und wertet für mich diese Vorentwicklung sowas von auf. Und ich verstehe gar nicht, warum Mammutell erst 2 Generationen später dazugekommen ist. Aber Keifel kann man ja schon die Ansätze der Stoßzähne sehen. Und das muss doch von Anfang an geplant sein. Oder was meint ihr? Haut mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Weil ich glaube, es war von Anfang an geplant. Die hatten einfach keinen Platz mehr oder wollten sich irgendwas aufheben. Auch Mammutell hat wieder eine spezielle Entwicklung. Ich weiß, es war keine Absicht, dass jetzt hier so viele mit einer speziellen Entwicklung hereinkommen. Aber man muss ein Level-Up mit der Fähigkeit bzw. mit der Attacke Antikraft haben. Also auch das wieder was, wenn man die falsche Attacke hat, blöd. Dann kann man sein Keifel ewig trainieren und man kriegt nie das krasse Mammut. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo wir quasi, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen, bei einer ehemals Sandechse sind, einem Käfer, jetzt einem Mammut. Es wird sich ja immer beschwert, dass ältere Pokémon-Generationen so viel einfallsreicher werden. Ganz ehrlich, das sind 3 Sachen, da würden sich heute wahrscheinlich wieder alle drüber beschweren. Klar, ich finde Sankabu oder Klavion jetzt auch nicht so exorbitant, richtig cool, aber wir hatten sowas schon immer, also da immer sachte. Auf Platz 2 meiner Top-Liste der Eis-Pokémon. Ich glaube, viele werden es jetzt anders sehen, dass es nur auf Platz 2 ist für mich Glaziola. Glaziola, eine der Evolutions, die in der 4. Generation dazugekommen ist. Und ich finde, es hat einfach eine gewisse Klasse. Es schwankt irgendwie teilweise, zumindest im Anime, wenn man sich so anguckt, es ist so ein bisschen erhaben. Natürlich auch eine gewisse Arroganz mit. Finde ich aber ganz cool. Und mir persönlich gefällt die Shiny-Form davon ein bisschen besser, wobei der Unterschied halt echt minimal ist. Aber dieses tiefere Blau der Shiny-Form, finde ich, ist für mich richtig, richtig schick. Und eine der wenigen Evolutions, wo die Shiny-Form cooler ist. Man denke da mal an Blitzer, an Espeon, Aquana, halt alles echt keine coolen Shiny-Formen und da sticht Glaziola für mich auf jeden Fall raus. Ansonsten, hey, es ist eine Evolution, es ist ein riesen Fan-Liebling und auch ich finde eigentlich alle Evolutions sehr, sehr gelungen. Ich hoffe, sie haben ja gesagt, es kommen keine neuen, ich möchte von jedem Typ eine haben, es gibt so geile Fan-Artworks und wenn ich mir Glaziola als Beispiel angucke, was man da echt cooles machen kann, das ist halt minimalistisch. Es muss nie ein riesen Aufwand sein, aber die Details mit den Ohren, quasi Eiskristalle, sowas gefällt mir richtig gut und ja, völlig verdient Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 1 befindet sich ein legendäres Pokémon aus Kanto und ich vermute, ihr wisst schon, welches ich meine. Platz Nummer 1 ist für mich definitiv mit Riesenabstand Arktos. Arktos ist ein Teil des für mich legendären, wobei wieso für mich, es ist ein legendäres Trio. Dieses Trio ist für mich das zweitbeste der gesamten Pokémon-Geschichte. Das einzige Trio, was ich besser finde, ist aus Generation 3 mit Rayquaza, Groudon und Kyogre, weil ich da einfach jedes Pokémon von absolut feier. Beim Vogeltrio fällt für mich persönlich Lavados ein bisschen ab. Vielleicht aber auch, weil das Artwork in den Gameboy-Spielen einfach so katastrophal war und ich bis dahin halt entweder einen Glurak in meinem Team von Anfang an hatte, mir einen Arcani gefangen habe, einen Galoppa vielleicht dabei hatte. Also es gibt halt Vulnona, es gibt halt richtig viele geile Feuer-Pokémon und wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man dann Lavados in der Siegestraße fängt, weiß ich nicht, habe ich es nie gebraucht, darum war es nie Bestandteil meines Teams. Ganz anders als Arktos. Arktos findet man in den Seeschaumhöhlen. Dieses Rätsel, wenn du es zum ersten Mal machst, in meinem Fall als ja, Grundschulkind in der, ich glaube, 3. Klasse, 2. Klasse, ist das schon ganz schön komplex. Also da gab es, oh, jetzt spricht der alte Mann, es gab kein Internet, du musstest dich mit Freunden austauschen oder hast einfach rumprobiert und das hat dann halt ewig gedauert. Und wenn du dann irgendwann in dieser Höhle das Arktos findest, wie es da majestätisch vor dir steht. Da hast du ja dir noch Gedanken gemacht, dass nicht, oh Gott, das ist ein Pixelhaufen, wie du es vielleicht heute sagen würdest. In deinem Kopf war das halt, boah, das legendäre Eisvogel-Pokémon Arktos wartet auf dich.
Und es war eigentlich dann immer in meinem Team, weil klar, als kleines Kind hast du wahrscheinlich auch eher die Legis mitgenommen. Und darum ist Zapdos für, Zapdos sage ich jetzt schon, Zapdos ist auch sehr, sehr cool. By the way, Spoiler für Elektron. Arctos hat einfach seine majestätische Art und ist für mich einfach ein ungeschlagenes Eis-Pokémon. Klar spielen da wieder die Kanto-Vibes bei mir mit rein, die Erinnerung, aber es ist ja meine persönliche Top-Liste. Darum, ich habe euch den Link wie immer reingehauen in die Infobox, wo die Auflistung der Eistypen ist. Wie gesagt, nehmt bitte nur die Primären, weil die habe ich auch nur zur Auswahl gehabt. Und dann könnt ihr mir gerne mal eure Top-Liste in die Kommentare schreiben. Ich finde sowas immer sehr, sehr spannend. Da auf jeden Fall vielen Dank geht raus an Shari, die das bei jedem Video, auch in dem alten Format, fleißig gemacht hat mit richtig vielen Erklärungen. Fand ich mega nice. Da muss ich mir mal richtig Zeit nehmen, mir das durchzulesen und zu analysieren, was du da sagst. Also da vielen, vielen Dank. Ich freue mich hier schon wieder auf deine Kommentare. Ich hoffe, sie kommen auf jeden Fall. Ja, aber zurück zu Arctos. Nicht nur ich finde Arctos cool, sondern auch die Pokémon Company. Wir haben eine Galar-Form bekommen. Das fällt mir gerade ein, habe ich vorhin bei Sandama Galar oder Alola gesagt? Naja, jetzt ist es drin. Aber die Galar-Form ist auch richtig, richtig cool. Auch bei den Galar-Formen fällt für mich ein Vogel ab, da ist es leider Zapdos. Aber Arctos ist auch hier wieder für mich auf einem richtig hohen Level. Diese Brille, dieser, wie ich bei Glaziola schon angemerkt habe, diese gewisse Arroganz und Coolness, die da irgendwo mitschwingt, haben sie richtig cool gemacht. Was ich nicht so ganz check, warum sie ihm den Eistyp weggenommen haben, aber das haben sie ja irgendwie bei allen gemacht. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie Eis und anstatt Flug, ja, es ist ein Vogel, der braucht vielleicht Flug, aber da irgendwie eine Kombination am Eis-Psycho wäre schon richtig, richtig nice gewesen, aber gut, das sind Kleinigkeiten. Also designtechnisch sowohl die Ursprungsform aus Kanto als auch jetzt diese 8. Generation aus Galar ist für mich einfach top-notch und deswegen absolut verdient mein Platz Nummer 1. Ja, und das war sie, meine neue Art der Top-Liste. Ich bin gespannt, wie ihr diese Art findet. Wie gesagt, es wird jetzt der nächste Typ auch noch in der Form auf jeden Fall erscheinen. Und dann will ich mal gucken, wie das Feedback von euch war. Ob ihr das hier cooler findet oder die alten mit den Bildern, wo ich quasi nur aus dem Off einfach drüber spreche. Haut es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt und dankbar für jede eurer Meinungen. Und wie gesagt, sehr, sehr gerne auch euer Top-Eis-Pokémon, wenn ihr keine Lust habt, eine ganze Liste zu schreiben. Ansonsten freue ich mich auch über eure kompletten Top-Listen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.